Hallo Leute, es geht weiter mit Harveys neue Augen und der kleinen Lilly, die jetzt hier, ja, wir sind wieder zurück in der Anstalt oder so. Ich schnapp mir mal die Kreditkarte, damit ich gleich schon mal hab. Da ist ein Telefon, ein Pizzaflyer. Alles mitnehmen, Telefon. Mit wem können wir jetzt reden? Willkommen bei Spermis Pizza Service. Sie sprechen mit Poki. Was kann ich für Sie tun? Poki? Anstaltsberg 1, ist das richtig? Ich nehme an, wir sollen sie wie immer unter dem Gitter durchschieben. Was soll denn drauf auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ihre Bestellung, oh bitte? Gott. Also einmal ohne alles. Machen wir fertig. Es dauert eine halbe bis dreiviertel Minute. Schönen Tag noch. Was ist bitte mit Poki los, falls es war? Und was haben wir im Kühlschrank? Schönes Brokkoli. Tomaten, Bananen, Blaubeeren. Noch was? Staubwedel. Wir nehmen alles mit. Dosenöffner. Oh Gott. Aber Lilly, was tust du denn da? Das geht doch weißt nicht. Weißt du denn nicht mehr? Nee. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Ja. Bis später. Ach, ich liebe ihn, den kleinen Hasen. So, wo ist denn das hier mit den spitzen Sachen? Ach, das haben wir noch gar nicht. Haben wir noch gar nicht. Er geht ja aber immer weg. Der Arsch, der soll mal kommen, aber er geht ja immer. Wenn er stehen bleibt, könnten wir nämlich in die andere Welt gehen. Aber anscheinend sind wir noch nicht so weit. Gut. Ist zu oder offen? Wunderbar, ist offen. Jawohl, wo sind wir denn jetzt? Da ist der kleine Harvey. Harvey! Hm? Pizza? Harvey? Nein. Überrascht mich wiederzusehen. Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Phantom, Harvey, Harvey. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Oh Gott, was können wir denn mit ihm mal machen? Hier, abgebrochenes Stuhlbein. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Können wir ihn hypnotisieren? Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknäuel wollte der lustige Hase reagieren. Okay, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen mit dem Staubwedel. Das Phantom sah nicht aus, als sei es bereit, sich auf einen Handel einzulassen. Ich will den irgendwie angreifen oder so, aber... Hier, wir matschen ihm die Tomaten ins Gesicht. Das Phantom sah nicht... Die Blaubeeren. Das Phantom... Pizza. Das Phantom... Sollen wir wieder mit... Einmal Spermis Pizza Margarita. Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Pizza weglegen. Pizza. Der Hase schien Lilly nicht helfen zu wollen. Oh Mann, Harvey. Phantom. Schnur. Ach, da ist eine Schnur. Da können wir was machen. Okay. Ah. Seine Schnur habe ich ganz vergessen. Dass er sowas hat. Okay. Guck mal, da sind ganz viele Kartoffeln. Drache. Na, du bist aber mutig, dass du dich so nah an mich rantraust. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Das wäre ja ein tragisches Versäumnis. Ja, jetzt weiß ich das ja aber. Nimm mir mal das Lilly Huhn. Wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, Achso. Wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Achso. Okay, Drachenschwanz, okay. Wir sollen natürlich lernen jetzt, dass wir spitze Gegenstände benutzen dürfen. Haben wir die Feder jetzt? Ja. Können wir ihn mal kitzeln? Haha, habe ich mir gedacht. Lass das.
Aha. Und das machen wir jetzt natürlich nochmal. Lass das. Oh, und jetzt kommt er mit seinen eigenen Drachenspitzen irgendwie näher an sich ran, ne? Das wird uns vielleicht helfen. Mal gucken. Lass das. Vielleicht macht er sich selber das Schloss auf. Nee, er geht nur wieder zurück. Sagt sie eigentlich was zu den Kartoffeln da unten, oder? Die coole Musik hier. Hm. Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Nee. Bist du zu schwach? Lass das. Ja, dann mach mal wieder näher ran. Jetzt ist aber wieder woanders irgendwie, ne? Okay. Lass das. Oh Gott, Jan, und lach doch nicht so lange. So ist doch perfekt, weil so ist es schön nah dran. Eine Fee, nee. Wie beim Wein. Da können wir nichts mehr machen. Können wir mit dem Drachen jetzt nochmal reden? Halte dich lieber von meinen Stacheln fern. Ein braves Kind wie du sollte nicht mit spitzen Gegenständen spielen. Ist das jetzt schlecht, weil wir uns selber damit eingekesselt haben? Oder ist das gut? Gittertor. Wo war denn das nochmal? Dieser Schmerz! Oh. Du verflixte Göre! Ah. Schau doch, was du angerichtet hast! Jetzt steh da nicht so rum! Tu etwas! Also, ich glaube, wenn man zum Gittertor vorher hingegangen wäre, hätte er wahrscheinlich auch irgendwie hingepackt oder so. Daraus konnte man dann schließen, dass der Drachenschwanz hier ein bisschen näher dran liegen soll. Aber ich war jetzt einen Schritt voraus. Tu doch was! Ja, dann, muss ich den Dorn natürlich wegnehmen und darf dadurch mit spitzen Gegenständen hantieren. Und das ist ja eigentlich so eine riesen Pfeife. Naja. Das ist die Eulenpfeife, ne? Oh, danke. Das war knapp. Ich. Oh, oh. Auch dieser Dämon hatte sich also geirrt. In manchen Situationen war es wohl doch notwendig, mit spitzen Gegenständen zu hantieren. Siegreich trat Lilly ihren Rückweg in die Realität an. Bam! Ja, und damit dürfen wir dann natürlich das Ding benutzen. Du sollst keine Spitzen. Ach so, muss ich natürlich erstmal das umstellen. Nein, nicht lügen. Lügen ist Quatsch. Wir wollen spitze Gegenstände. Jawohl. Ah, mein Auge! Verflucht seist du! Unartiges Gör! Verflucht! Lilly rang nach Luft. Der Griff des Phantoms hatte ihr die Kehle zugeschnürt. Unartig, hatte es gesagt. Oh Gott, und was mit Harvey? Was machen wir denn jetzt mit Harvey? Boogie. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Was machen wir denn jetzt aber hier? Kaffee. Ach nein, dann ist sie wieder zurück. Aber... ich weiß sowieso noch nicht, was wir jetzt hier sollen. Vielleicht... muss mal gucken, was wir als nächstes überhaupt aufheben sollen an Verboten. Wir rasen ja im Moment gerade so ein bisschen durchs Spiel. Was fehlt denn überhaupt noch?
wütend werden und tun und lassen, was man will. Das war's dann. Und mit Harvey, okay. Tun und lassen, was man will. Aber erst kommt wütend werden. Ich darf wütend werden. Zum Überwachungsraum, zum Wartungsraum, zum Waschraum. Gehen wir da mal erstmal hin. Gucken wir mal. Hey. Hey. Waschmane. Flasche mit Stärke. Seidentuch. Ich sammle mal erstmal alles ein. Stricknadel. Rotes Pissoir, grünes Pissoir, gelbes Pissoir und dann noch das blaue. Wir reden mal mit ihm hier. Ursprünglich gab es, war das hier? Nee, das war auf den anderen Toiletten, ne? Wo Peter und Petra damals ihre Geburtstagsparty feierten. Witte, 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 wusch! Oh Gott. Willkommen im Waschsalon. Das wäre jetzt die Stelle gewesen, an der du fragst. Das hier soll ein Waschsalon sein? Und ich antworte, natürlich! Zugegeben, es ist ein wenig rustikal. Aber Not macht erfinderisch. Versuch klug. Und wir waschen unsere Wäsche in den Pissoirs. Schon so wischiwaschi. Wo sind die Alternativen? Genau, es gibt keine. Also tu dir keinen Zwang an. Man muss nur darauf achten, dass man die Textilien gut trennt. Die Klosteine färben fürchterlich. Wir waschen rote Wäsche in dem Pissoir mit dem roten Klostein. Gelbe Wäsche in dem Pissoir mit dem gelben Klostein. Blaue Wäsche in dem Pissoir mit dem blauen Klostein. Und grüne Wäsche in dem Pissoir mit dem grünen Klostein. Wenn du auch mal ran willst, zeig mir einfach ein Kleidungsstück in der entsprechenden Farbe. Dann kannst du das dazugehörige Pissoir so oft benutzen, wie du willst. Das ist total schräge Scheiße, Alter. Du Waschmane. Aber okay, was auch immer wir hier noch machen müssen. Wir haben ja zum Beispiel hier grün, rot, gelb und blau zufällig in unserem Inventar. Nur, dass das halt eigentlich Lebensmittel sind und keine Wäsche, die wir in ekligen Pissoirs waschen wollen. Aber okay, man könnte das Seidentuch waschen wollen oder Flasche mit Stärke. Oder ich weiß noch nicht, was wir hier wollen. Ich gehe erstmal nochmal. Tschüss. Das ist mir einfach zu schräg. Ich gehe zum Überwachungsraum. Die Tür war fest verschlossen. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Seitenstricknadel hier? Nein, das geht auch nicht. Okay. Kann man hier noch mehr hin? Oh, zur Rollenspielrunde. Yeah, was kommt jetzt? Hey, guck mal, wen wir hier haben. Den Adrian. Peter, Petra und Droggelbecher. Wie cool ist das denn? Oh, ich will... Och, cool. Aber guck mal, er sieht jetzt auch irgendwie ganz anders aus. Vielleicht gut, vielleicht sah er schon immer so aus, aber... Roter Vorhang. Was ist mit dem roten Vorhang? Haben wir den jetzt mit... Oh, wir haben den mitgenommen. Okay, gut zu wissen. Duftkerze. Oh. Hallo, Lilly. Hallo. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Nee. Oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Scheiß auf die Oberin. Okay, gut, dann reden wir mal mit Adrian. Meine Treu, wen haben wir denn da? Noch eine Mitspielerin. Yippie. Achte nicht auf ihn. Peter ist ein kleiner Schwarzseher. Das ist eine angeborene Sehbehinderung. Stimmt. Peter leidet unter einer rot-grünen Schwäche. Droggelbecher. Wohl gesprochen, getreuer Freund. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ach ja? Wacht ihr auch jeden Morgen mit der Gewissheit auf, eines Tages an einer Fußgängerampel zu sterben? Das wohl nicht. Doch Droggelbecher zum Beispiel leidet unter einer Grün-Blau-Schwäche. Das kann man ja wohl kaum vergleichen. Deine Freundin Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Sie ist nicht meine Freundin. Und wir, König Adrian, leiden unter einer Rot-Gelb-Schwäche. Du hättest dabei sein sollen, als wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben. Peter wäre beinahe erstickt. Ich wollte mein Leid verkürzen. Wir haben hernach beschlossen, keine Brettspiele mehr zu spielen, sondern ein Fantasy-Rollenspiel. Du hast das beschlossen. Und was haben wir gerade gesagt? Es ist so aufregend. Wir sind eine Gruppe von Abenteurern in der sagenumwobenen Welt von Hoth Motigur. Oh bitte, setz dich doch dazu. Droggelbecher! Nicht so schnell. Wenn die holde Maid mit uns zu Felde zu ziehen gedenkt, muss sie sich vorher als würdig erweisen. Sie muss eine Aufgabe erfüllen, die ihren Heldenmut auf eine harte Probe stellen wird. Jetzt sag ihr doch schon, dass sie Pizza bestellen soll, damit wir das Ganze hinter uns bringen können.
Nun, bestelle sie uns Pizza. Habe ich schon. Pizza. Ich will Brokkoli auf die Pizza, aber bitte keine Tomaten. Drogelbecher! Oh, kein Brokkoli? Drogelbecher? Gegen Bananen habe ich ja auch gar nichts. Aber ich könnte sterben für Brokkoli. Oh ja, bitte tu das. Im Gegenzug würde ich sogar Bananen auf der Pizza akzeptieren. Du isst doch sowieso nur Blaubeeren. Ja, ich mag Blaubeeren. Aber in diesem Leben bekommt man ja eh nie, was man will. Blaubeeren sind per königlichem Erlass von der Pizza zu verbannen. Stattdessen sei kundgetan, dass ab sofort Tomaten den Teich zieren mögen. Aber ich mag doch gar keine Tomaten. Lilly hatte genug gehört. Es schien unmöglich, eine Pizza zu besorgen, mit der alle einverstanden waren. Kann man nicht den Belag einfach drauf tun, Stücke schneiden und jeder kriegt dann so ein Stück davon mit seinem Kram drauf? Farbenblindheit, Rollenspiel, Kissen. Okay. Du. Drogelbecher! Tja, du hast ihn gehört. Bringe sie uns zunächst die Pizza, dann darf sie auch mitspielen. Es ist ganz leicht. Alles, was man dafür braucht, sind Würfel, Stift, Papier und ein Hang zur Selbsterniedrigung. Drogelbecher. Ist Drogelbechers Stimme eigentlich, also erstmal richtig cool, dass sie wieder dabei sind und auch cool, dass die meisten eigentlich, glaube ich, ihre Originalstimmen wieder haben. Nur bei Drogelbecher bin ich mir nicht so sicher. Der hat immer so ein bisschen hoch verquietscht das immer irgendwie gesagt und jetzt, oder? Sagt er das so ein bisschen anders, aber was weiß ich. Farbenblindheit. Drogelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Vielleicht müssen wir tatsächlich die Lebensmittel färben, was ziemlich ekelhaft ist, damit sie halt nicht erkennen, dass es die Lebensmittel sind, die sie eigentlich nicht wollen oder so. Kissen. Du fragst dich sicher, warum Droggy ein grünes Kissen auf dem Kopf trägt, oder? Drogelbecher? Meiner treu. Sie hat recht. Wie läufst du denn nur rum? Du blamierst mich ja vor meinem neuen Untertan. Drogelbecher? Ja, das ist schon ein wenig absonderlich. Warte, bis du die Erklärung gehört hast. Heute wäre eigentlich das blaue Kissen dran. Drogelbecher. Und das Kissen hat sie sich natürlich gleich geschnappt, Dr. Marcel. Drogelbecher, mich deucht, unser Gast ist auf der Suche nach dem Tyrannen namens Dr. Marcel. Berichte ihr die Kunde. Drogelbecher, 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 Drogelbecher. Vergiss nicht, das mit dem Hubschrauber zu erzählen. Drogelbecher. Und ward nie mehr gesehen. Bravo. Gut erzählt, treuer Freund. Seither stehen diese Lande wieder unter der weisen Herrschaft eines großherzigen Königs. Wir können machen, was wir wollen. Kann ich dann endlich schlafen gehen? Nein! Ich meine, König Adrian ist so schön, dass er weiterhin so darauf beharrt, dass er der König ist und das Sagen hat und leider alle immer mitmachen müssen. Schön ist auch Peters depressive Art irgendwie, der gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß hat. Ja, wir versuchen das mal mit der Pizza. Können wir hier vielleicht das mal mit dem Feuer und so? Feuer machen. Rip. Darf ich machen? Duftkerze. So, die habe ich jetzt auch weggeschnappt. Das ist schon mal schön. Ist hier noch was, was ich will? Mal anleuchten hier. Die sind alle. Nö. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal zum Flur. Und wenn ich da jetzt aber hingehe und denen die Pizza einfach so anbiete, dann das wird nicht funktionieren, ne? Was sagen die denn dann? Ah, die Pizza. Wohlan. Drogelbecher! In der Tat. Du hast die Bananen für meinen treuen Freund Drogelbecher vergessen. An meiner Tafel soll niemand Hunger leiden. Hinfort! Gehe sie uns damit aus den Augen. Alles klar. Okay, wenn wir jetzt die Bananen auf die Pizza machen. Gelbe Bananen. Dann meckern die wegen was? Keine Ahnung. Die Tomaten sollen ja auch rauf. Rote Tomaten. Ich glaube, die müssen wir noch wieder abnehmen. Kann man die abnehmen? Weiß ich nicht. Brokkoli? Grüner Brokkoli. Oh, ich sollte vielleicht hier... Warte mal, Pizza weglegen.
Das funktioniert nicht. Weil... Gelbe Bananen. Ich will doch... Warte mal. Und die Blaubeeren. Blaue Blaubeeren. Das ist schön und gut, aber ich möchte die Sachen untereinander ändern, weil sie will die doch nicht. Er kriegt seine Blaubeeren, das ist schön. Wird aber überhaupt nicht hinhauen. Können wir das nochmal dann machen? Muss ich die jetzt abgeben, damit ich das nochmal machen kann? Mit wem fängt es denn an? Vielleicht nicht mit den Bananen. Nehmen wir mal Tomaten. Rote Tomaten. Die liegen dann aber voll falsch. Ah, die Pizza. Wohl an. Aber ich wollte doch keine Tomaten. Ja, heul mal, Petra. Na toll, jetzt geht das Geheule wieder los. Oh, schrecklich. Hilf fort! Gehe sie uns damit aus den Augen! Alles falsch gemacht, Lilly. Das müssen wir doch anders hinkriegen. Grüner Brokkoli. Ja, aber ich will das doch anders haben. Ich will das anders haben. Gelbe Bananen, rote, grün, blaue. Ja. Pack die grüne Brokkoli hier hin. Grüner Brock. Mann. Ich glaube, wir müssen eine neue Pizza holen. Kann das sein? Kann man das überhaupt? Scheiße. Komm, gib mir noch eine Pizza. Zweimal am Tag Pizza zu bestellen, schien Lilly sehr unangemessen. Nur Game Designer taten sowas. Ja, aber dann will ich das auch hinkriegen können. Grüner Brokkoli. Das muss doch irgendwie gehen. Sorry. Das hier, oh, das gelbe sind, Bananen. Wie das Inventar... Rote, grün, blaue. Wie das einfach mal nicht hinhaut. Gelbe, rote, grün, blau. Ja, das passiert, wenn ich Rechtsklick mache. Ich glaube, da kann ich... Mit dem kann ich nichts machen. Gelbe, rot, grün, blau. Dann mach doch mal die Tomaten bitte dahin. Rote Tomaten. Gelbe Bananen. Rote Tomaten. Grüner Brokkoli. Blaue Blaubeeren. Tomaten sollen aber dahin. Und der Brokkoli soll hierhin. Grüner Brokkoli. Bananen. Die Bananen. Gelbe Bananen. Und die Blaubeeren, die sind richtig da. Blaue Blaubeeren. Aber es hat nichts gebracht, ne? Gelbe Bananen. Nee. Rote Tomaten. Grüner Brokkoli. Blaue Blaubeeren. Was mache ich denn jetzt? Damit das hinhaut hier. Nee. Pizza. Pizza abfackeln. Lilly hatte noch nie eine Pizza belegt, geschweige denn gegessen. Aber das klang nicht besonders lecker. Dann irgendwie mit das nochmal anders machen? Rote Tomaten. Die liegen halt immer falsch. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich versuche mich dem Problem im nächsten Part von... Husten. Flash. Mich dann darum zu kümmern im nächsten Part. Logischerweise. Und dann würde ich sagen, ja, macht das eine Menge Spaß, den nächsten Part anzugucken, ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!